Ohne Witz, ich habe fast verpennt, dass Donnerstag ist und somit wieder Zeit für unsere Videowochenschau. Potzblitz, dabei gibt es auch wieder so viele wichtige Dinge zu erzählen. Los geht's. Die PHW-Gruppe bleibt die Nummer 1 im Kreis Vechta. Der Rechterfelder Konzern belegt auf der Liste der 100 umsatzstärksten Unternehmen in Niedersachsen Rang 19. Das hat die Norddeutsche Landesbank ermittelt. Am Samstag dürft ihr ausnahmsweise mal einmal die UV zur Seite legen und den Fernseher einschalten. Denn die Acrolonicas sind in der Sendung Das Supertalent zu sehen. Auf RTL ab 20.15 Uhr. Dann könnt ihr direkt dabei zuschauen, ob die Gruppe mit ihrer Choreografie die Jury um Dieter Bohlen begeistern kann. Und jetzt noch einmal Werbung in eigener Sache, da scheue ich mich ja nicht vor. Unser Videoportal Karrierestart.tv wächst und gedeiht immer weiter. Ganz frisch dabei ist nun zum Beispiel die Ausbildung zum Tierwirt in der Fachrichtung Schweinehaltung. Auf www.karrierestadt.tv stellen euch Jugendliche aus der Region ihre Ausbildungen in kurzen Videos vor. Lost in Music geht bei Audi Klöker in die zweite Runde. Am Samstag verwandelt sich die Verkaufshalle wieder in einen Tanztempel. Musikalisch geht das in die Richtung House und Dance Classics. Für die Generation Ü21 geht es direkt mit dem Einlass um 22 Uhr los. Karten sind im Vorverkauf erhältlich. Und am Sonntag gibt es ein Benefizkonzert im Vechter Rathaus. Es ist so klar, dass jetzt das Telefon klingelt. Anuschka Bacic, Oldenburgische Volkszeitung. So, passiert. Das ist mein Redaktions- und Arbeitsalltag. So, was wollte ich euch erzählen? Also, Benefizkonzert am Sonntag ab 17 Uhr im Vechtaer Rathaus mit der A Cappella-Band 5 vor der Ehe. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bin, wenn ich dran denke, nächste Woche Donnerstag wieder hier für euch da.